Der Fall auch noch so schwer. Wir bleiben cool und denken quer. Dann kommen wir drauf, dann drehen wir auf. Und aus dem Wind wird ein Orkan. Wir fegen los die Straßen lang. Wir finden jeden Mister unbekannt. Ob kleine Fische, ob großes Moos, die Soko Wismar powert los. Findest du dich in diesem Saustall zurecht, hä? Weißt du noch, wie du dir deine Vorstellung von Ordnung mit dem Gürtel eingeprügelt hast? Vater? Nein! Deckung, Mensch! Vorsicht, Querschläger! Wer ist denn der Schießmütige? Ein 82-Jähriger! Bitte? Ja, 82! Offensichtlich geistig verwirrt! Räuberpark, dreckiges! Mein Gehirn! Ja, ob das glaubst oder nicht, Jahrgang 25, Kuhnhof Heinz, ist sein Haus, er wohnt allein. Geschossen! Runter! Räuberpark, dreckiges! Jetzt ist er ganz durchgeknallt. Du kennst den Typen? Klaro, Heinz. Wir kümmern uns um ihn. H&C-Service. Was für ein Ding? Hauspflege. Ich bin Mareike Posch. Hast du eine Erklärung, was mit dem los ist? Keine Ahnung. Das Wetter? Das ist nicht witzig. Wo hat denn die Waffe her? Weiß ich auch nicht. Was ist, kann ich zu ihm? Wie bitte? Nämlich kennt er wenigstens der Heinz. Und ich kenne ihn. Der wird doch niemandem wehtun, den man so schön in den Hintern kneifen kann. So, ich gehe jetzt mit ihr da rein. Hey, bleibst du hier? Hilf, Mann, verdammte Scheiße! Los, sag was. Heinz! Hallo, ich bin da. Los, gleich nochmal. Wo ist der denn, der freche Heinz? Sag mal, was ist das denn? Das, wonach es klingt. Der Gute ist wieder mal im spannendsten Moment eingeschlafen. Gibt's ja gar nicht. Guck jetzt mal, ja? Älter als er, wie im Kino. Ach du Scheiße. Ach. Kennst du den? Thomas? Nix, Thomas, guter Mann, wir sind die Polizei. Ein verwirrter Alter hält seinen Sohn für einen Einbrecher und erschießt ihn. Das Mädel vom Pflegedienst meinte, dass Vater und Sohn sich schon länger nicht mehr grün waren. Thomas Kuno, also das Opfer, hat zuletzt in Freiburg im Breisgau gelebt. Kunstmaler. Seinen Vater hat er einem gewerblichen Betreuer überlassen. Und zwar gerichtlich bestellt. Warum war der Tote jetzt hier, wenn er sich sonst nicht um ihn kümmert? Der muss irgendwas gesucht haben. Allerdings versinkt das ganze Haus mehr oder weniger im Chaos.
Mareike Posch, die von der häuslichen Pflege, hat ausgesagt, dass Heinz Kuno phasenweise niemanden in seinem Haus geduldet hat. Muss manchmal ganz schön die Luft gebrannt haben. Ja, das Problem ist gelöst. Ich habe mit der Staatsanwaltschaft geredet. Heinz Kuno wird bis auf Weiteres eingewiesen in die psychiatrische. Bitte. Und das war's für uns, oder was? Weiß denn der Alte, was er getan hat? Für einen Moment lang schien es so. Ja, nicht wirklich. Bevor seine Schuldunfähigkeit festgestellt wird, müssen wir alles andere ausschließen. Also, welche Kontakte hatte der Alte, wann, wo und warum? An die Arbeit. Also mit ihm ist praktisch nicht zu reden, ne? Ich sag's nur. Also wir reden jetzt erstmal mit dem Betreuer. Ach so, der Tote war im Hotel Möwe abgestiegen. Mit seiner Frau, Sigrun Kuno. Kunstagentin. Herzschuss auf den Punkt, Hinzmann. Selbst auf die kurze Entfernung, wenn er gezielt geschossen hat, dann hat er eine sehr ruhige Hand für sein Alter. Ich sag ja immer, in so einen Kopf kannst du nicht reingucken. Funktionieren muss aber schon der Kopf, wenn man so einen Schuss platzieren will. Wie meinst du denn das? Simuliert er, oder was? Das kann doch keiner simulieren, eine Altersdemenz. Ja, aber was meinst du? Hat er geschossen oder nicht? Ja, jetzt wieder das große Schweigen im Walde, oder? Danke. Du bleibst noch? Ja, muss ich ja. Viel zwar Ärger zu Hause, aber er ist ja nicht haftfähig. Mhm. Kommen gleich Leute von der Psychiatrie, holen ihn ab. Kann ich mich schlecht vom Acker machen. Alles klar, Heinzmann. Bist ein guter Mensch. Ja, du auch, Helene. Ah, ja, ich denke, das mit dem Tee kann ich auch machen, ne? Und du würdest vorschlagen, holst mal Verstärkung und dann bringt ihr da drin alles auf Zack, sobald die Kripo das freigibt. Und hier die Yucca-Palme, die würde ich auch mal gießen. Mach doch selbst. Wie bitte? Der wird doch eh gleich abgeholt. Sag mal, ich glaube, du spinnst oder was? Was ist denn das für eine Berufsauffassung? Hallo, soll ich mal deinen Chef anrufen oder wie? Mach mal, das ist meine Stiefmutter. Das ist mir scheißegal, dann muss ich halt der Betreuer anhören, wie hier gepfuscht wird. Mein Vater. So, jetzt reicht das aber wirklich, du. Komm, mach dich vom Acker, aber schnell. Schon gut, ich klär das mit dem Aufräumen. Ja, aber Dani. So, was haben wir denn hier Schönes? Kamille, der. Räuber. Mein Geld. Du Dieb. Ja, Sie sind der Ältere, Heinz, ne? Wenn du mir das du anbietest. Einfach Hinzmann. Ah, verstehe. Klein ist dir lieber als so ein Hinzmann, ne? Keine Sorge, die kommt gleich wieder. Ein Trick. Stellt sie einfach vor, das ist ein steifer Grog. Ja? Komm, muss man trinken. So, guck mal. Geht doch. Lecker? Räuber. Heinz, komm. Nicht einschlafen, das machen wir lieber drin, du. Das ist ja nix, ne? Ja. Wen haben wir denn hier? Heinz Hochzucher. Sag mal, du warst Besitzer von einer ganzen eigenen Kautschuk-Plantage. Lala. Heinz, was ist das denn?
Sí. Dolores. Muy bonita. Sí. Das machen nur die Beine von Dolores. Sag mal, war die der Grund, dass seine Frau wieder nach Deutschland gegangen ist mit deinem Sohn? Ja, war der da? 6 Jahre war der da, ne? Banditos. No pasa nada. Banditos. Ja, ist klar. Das war sicher hart, wa? Ich meine, hat man schon einen Sohn, ne? Kann ich nicht sehen. Ich habe auch einen Sohn. Kai, prima Junge. Prima Junge. Franken. Franken, ne? Deine Heimat. Aus Erlangen bist du, glaube ich, ne? Räuber! Mein Geld! Franken! Mensch, Heinz, was soll ich denn sagen? Du hast kein Geld mehr. Nicht in Mexiko, nicht in Franken. Pesetas finito. Ja, du hast jetzt einen Betreuer und der, ja, der gibt dir wohl immer was, wenn du was brauchst. Na, pass ran. Banditos. Im Herbst sieht das aber auch nicht unbedingt aus hier. Ja, roter Oktober. Oder grauer November. Schönen guten Tag, wir suchen den Herrn Debler. Ja, immer den Ohren nach. Ich sag ja, roter Oktober. Stopp mal. Ja, bitte. Kripo Wismar, wir müssen mal kurz mit Ihnen sprechen. Hm? Allein. Augenblick mal bitte, ja? Erschossen? Womit denn bloß? Mit einem Revolver. Webley Mark V. Für die US Army entwickelt. Erster Weltkrieg. Das ist eine richtige Kanone. Nein, sowas hat Heinz nicht, das wüsste ich. Ja, was sollte er denn hier haben? Genau, das würden wir von Ihnen ganz gerne wissen. Ja, ich weiß nur, dass er vor einigen Jahren noch in Mexiko gelebt hat. Aus dieser Zeit stehen bei ihm noch irgendwelche alten Kisten rum. In die hat nie jemand reingeguckt. Das heißt, er könnte die Waffe irgendwie eingeschmuggelt haben, in seinem Umzugskram aus Mexiko. Ich bin ratlos, glauben Sie mir. Das ist entsetzlich. Er schießt den eigenen Sohn. Ja, das haben wir ja nun geklärt, ne? Was wissen Sie über die Vermögensverhältnisse von Herrn Kuno? Vermögen? Da ist nichts mehr. In Mexiko hat er sein Geld mit Kautschuk gemacht. Nach dem Krieg, als die Rohstoffe knapp waren, das ist alles weg. Und wovon lebt er jetzt? Ja, Heinz Kuno war sowas wie ein Abenteurer. Er verfügt nur noch über eine Hungerrente. Aber das ist doch sein Haus. Ja, das Haus, da müssen wir jetzt auch noch ran, mit einer Hypothek, leider Gottes. Bitte. Ach so? Und wie viel erwarten Sie da so? Och, 150.000 vielleicht. Ja, wir müssen mindestens so viel aufnehmen, damit seine Fixkosten gedeckt sind. Sobald eine Reparatur anfällt, ist sein Haushalt aus den Fugen. Der Thomas, sein Sohn. Wieso war denn der gerade jetzt bei seinem Vater? Na, das hätten Sie mal sehen sollen, wie schnell der hier war aus seinem hübschen Freiburg, als er von der Hypothek gehört hat. Aus Angst um sein Erbe. Uli! Uli, hast du schon gehört? Der alte Kuno hat seinen Sohn erschossen. Die beiden sind von der Polizei. Ja, meine Frau Jutta, Mareike, meine Tochter aus erster Ehe. Wir kennen uns ja schon. Ach, dann ist sozusagen Ihre Stieftochter bei Ihnen angestellt. Ihnen gehört auch diese Hauspflegefirma, HNC-Service, richtig? Ja, ja, klar. Mareike joggt bei mir so lange, bis sie was gefunden hat, was sie wirklich interessiert. Das heißt, Sie haben die ganze Familie eingebunden. Im praktischen Sinne. So habe ich die Preise im Griff. Im Sinne meiner Alten natürlich. Sie können das gerne nachprüfen. Ach, ich glaube, das wird nicht nötig sein.
Im Hotel wurde mir gesagt, ich solle mich hier melden, wegen meines Mannes, Thomas Kuhn. Mein herzliches Beileid. Wie bitte? Das ist echt eine schreckliche Sache. Er ist schon in Schwerin. In Schwerin? Die Obduktion läuft wohl noch. Naja, auf jeden Fall haben wir noch keinen Bericht. Aber der Schuss ging direkt ins Herz. Das wissen wir. Ist es nicht gut? Thomas ist tot. Guten Morgen, Leute. Ich leite hier das Revier. Mein herzliches Beileid. Bitte, kommen Sie. Konnte ich doch nicht wissen. Meine, guck mal, die trägt doch schwarz. Kunstfreunde lieben schwarz. Ist das in Finnland anders, oder was? Ja. Ich fahr zu Hinsmann. Mach das. Ja. Danke. So wie es aussieht, handelt es sich um ein tragisches Versehen. Ihr Schwiegervater hat geglaubt, dass ihr Mann ein Einbrecher ist. Das ist doch Unsinn. Heinz ist nicht immer Herr seiner Sinne, aber so. Schließlich hat er uns auch gleich erkannt, als wir gestern bei ihm waren. Und was hat sich da Ihrer Meinung nach abgespielt? Ich habe keine Vorstellung. Wenn überhaupt, dann hätte Heinz ihn in voller Absicht erschossen. Also ich glaube, das müssen Sie uns jetzt mal erklären. Können Sie uns das erklären? Mein Mann und sein Vater, die waren beide wie Yin und Yang. Wie Yin und Yang? Sie haben einander bedingt und zugleich ausgeschlossen, verstehen Sie? Ja. Nee. Sie waren wie Feuer und Wasser. Heinz ist ein Macher. Thomas dagegen war mehr so der Typ sensibler Künstler. Eher menschenscheu. Der eine im höchsten Norden, der andere im tiefsten Süden. Für die war Deutschland gerade groß genug. Ah ja. Aber die beiden haben doch nur die ersten 5 Jahre zusammengelebt. Ja, Hans blieb in Mexiko. Trotzdem, ich fand's nie richtig, dass Thomas den eigenen Vater fremden Leuten überlässt. Sie mögen den alten Mann. Ja, wir lieben uns. Also auf unsere Art. Von dem ich dir erzählt habe. Er wollte Heinz ganz allein überwältigen. Leider war der schon eingeschlafen. Ist gut, Mareike, hör auf. Jutta Debler, hallo. Moin. Seltsamer Humor, den Ihre Kleine hat. Egal. Hinsmann, Polizei Wismar. Flotter Wagen. Tja, den braucht man ja auch bei dem Zustand der Straßen. Viele unserer Kunden wohnen außerhalb. Ja, unsere Kunden wohnen auch oft außerhalb, aber leider gönnt uns Vater Staat nicht solche Autos. Apropos Kunde hier, Heinz schläft schon wieder. Ich meine, das ist ja kaum zu glauben, dass der hier so rumgeballert haben soll. Tja, wer weiß, was zwischen ihm und seinem Sohn vorgefallen ist. Und von dem Revolver haben Sie auch nicht gewusst. Ich meine, wo Sie hier so gründlich putzen? Natürlich nicht. So nicht unsere Aufgabe, in den Privatschatullen unserer Kunden rumzuschnüffeln. Außerdem bin ich nur einmal die Woche hier, um den Einkauf vorbeizubringen. Mareike ist in der Regel allein hier. Wie schön. Dann ist das ja auch geklärt, Mama. Aber ich schnüffel auch nirgends rum. Und Heinz hat noch nie was von der Pistole gesagt. Ist gut, Mareike, ist gut. Ja, dann machen Sie mal. Kann sie auch gleich wecken. Die von der Klinik müssen jeden Augenblick kommen. Thank you.
zahlen Sie das. Mein Geld. Das ruhig bleiben, verdammt. Er hatte schon seine Tropfen mit dem Tee. Ja, dann gib ihm noch welche, der wird doch eh gleich abgeholt in die Psychiatrie. Wann sieht das? Mein Gott, ich mach drei Kreuze, wenn das hier vorbei ist. Irgendwie gemein, dass er jetzt eingesperrt wird. Ja, irgendwie gemein, irgendwie der total falsche Zeitpunkt für solche Einsichten. Okay, okay. Stell dich bloß nicht so an. Das ist zu seinem Schutz. Überfall! Komm. Räuber. Was machen Sie denn mein da? Geld. Tee? Guten Morgen, mein Lieber. Wo ist der Hinzmann? Da unten am See. Morgen, Hinzmann. Oh, du bist das. Es ist ja ein nettes Anwesen hier. Fehlt mir im Moment der Blick für. Wie, was Neues? Nee, leider nicht. Ach doch, hier, die Pflegetanten sind drin. Und ich verspreche dir, die machen diesmal gründlich sauber. Lena mit reingeschickt, damit die denen auf die Finger klopft. Chef? Was? Ja, ich weiß auch nicht, aber also, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass der Alte seinen Sohn ermordet haben soll. Wie? Echt nicht. Gut, ich kenne ihn erst anderthalb Stunden, aber du wirst ihn gleich sehen. Das ist ein rührender, zerbrechlicher, 82-jähriger alter Mann. Warum sollte er das tun? Wenn das zum Beispiel jetzt alles inszeniert ist, ja? Ich meine, vorstellen brauchen wir das doch. Der Sohn hat Geldprobleme, ja? Hat Angst, das Haus kommt unter den Hammer und arrangiert jetzt alles so, dass es aussieht, als ob der Vater Selbstmord macht und schießt sich dann selber ins Herz, oder wie? Nee, Hinzmann, bei aller Liebe. Ja, was soll ich sagen? Ich habe ein Scheißgefühl, ehrlich. Außerdem, ich meine, wir wissen doch beide, wenn der da jetzt reinkommt, dann kommt er nie wieder raus. Aber du hast so einen heißen Draht zu ihm. Vielleicht ist es besser, wenn du das machst. Ist das der Chefmensch? Diese Deblers, was sind das für Leute? Leute, die solche Wagen fahren, sind das. Ah ja. Ist er das? Wann geht das? Mein Geld. Kuno, Reuter, Polizei Wismar. Räuber. Ihr Mann setzt sich urplötzlich ins Auto und fährt quer durch die Republik zu seinem verhassten Vater noch einmal. Warum? Wie gesagt, der Betreuer hat uns geschrieben, das Haus müsse mit einer Hypothek belastet werden. Vaters Konto war seit Wochen im Minus. Und jetzt wollten Sie ihm Geld bringen, oder was? Naja, Thomas war sich schon sicher, dass Vater noch irgendwo was versteckt hält. Wie war denn das Verhältnis zum Betreuer Ihres Schwiegervaters? Zu Debler? Denkbar schlecht. Diese Leute behandeln einen wie Dreck. Dabei ist es ihr Job. Wo waren Sie eigentlich, als Ihr Mann erschossen wurde? Warst du nicht mein Schwiegervater? Nee, erst müssen Sie antworten. Ich war in Heiligendamm zu einer Honorarverhandlung mit einem bekannten Videokünstler, den ich vertrete und der, ja, mein Liebhaber ist. Ah. Sie belasten sich hier gerade selbst, Frau Kuno, das ist Ihnen klar. Ich kann ihn in die Klinik bringen. Das wäre selbstverständlich. Schließlich bin ich ja verantwortlich für ihn. Nee, lassen Sie mal. Sie haben doch da drin noch genug zu tun. Das machen wir schon. Räuber! Mein Geld. Erklären Sie mir mal lieber, was da für Räuberpistolen in seinem Kopf vorgehen, ja? Wieso redet er die ganze Zeit nur von Geld? Ich gehe immer sehr gewissenhaft mit dem Geld meiner Anvertrauten um, wenn Sie das meinen. Gerade weil ich weiß, wie schnell ein Verdacht im Raum steht. Ja, das habe ich ja da drin gesehen, wie Sie mit dem Geld von Anvertrauten umgehen. Das habe ich gesehen. Das muss ich mir nicht nachsagen lassen. Nicht von Ihnen. Doch, und ich sage Ihnen noch was, ja? Von jetzt an habe ich Sie auf dem Kieker. So, da brauchen Sie gar nicht so blöd zu gucken. Ihr Videokünstler reist eigens von Frankfurt an die Ostsee.
Nur für ein paar nette Stunden mit Ihnen. Sehr charmant, danke. Christoph Seidel ist ständig auf Reisen. Er lässt sich überall inspirieren. Aber ich habe ihn entdeckt. Ohne mich wäre er niemand. So wie ihr Mann. Ach, jetzt werden Sie auch noch taktlos? Nein. Aber je besser ich Sie kennenlerne, umso mehr stellt sich mir die Frage, ob Sie nicht gewusst haben können, wo Ihr Schwiegervater das geheimnisvolle Vermögen versteckt haben könnte. Offenbar brauchen Sie eine Menge Geld, um aus einem brotlosen Künstler einen jemand zu machen. Ihr Mann hat Ihre Erwartungen nicht erfüllt. Ihr Mann war Ihnen im Wege. Überprüfen Sie meinen Aufenthalt in Heiligendamm, aber machen Sie keine Mörderin aus mir. Auch Christoph Seidel wird meine Angaben jederzeit bestätigen. So, Heinz. Jetzt heißt es Abschied nehmen. Mach's gut, alter Räuber. Assisi, Räuber. Ja, du wirst mir echt fehlen, aber ich besuche dich, versprochen. Sie haben mein Geld gestohlen. Ja, weiß ich auch. Wird schon wieder. Ne? Mach's gut. Mach's gut. Heinz, hier ist dein Koffer. Es tut mir echt leid, dass wir nichts mehr für Sie tun können. Für Hinzmann. Danke. Ich sag dir, der ist gar nicht so plemplem, wie alle sagen. Nee. Als ich vorher ins Haus gekommen bin, ja, da haben die beiden Frauen den Tropfen gegeben. Und vielleicht machen die ja so gar keinen Kopf. Die Frauen oder die Tropfen? Ja, die Tropfen natürlich. Eben wurde doch immer klarer. Sag mal, was ist das denn? Was denn? Ja, guck mal, Auszahlungsquittung Con-Investbank Zürich, Heinz Kuno, war aus 400.000 Franken, guck mal. 400.000 Franken. Sag mal. Nein. Der. Ja, der hat gar nicht Erlangen gemeint, wo er geboren ist. Der hat das hier gemeint. Bah! Wo ist das Geld jetzt? Ja, was weiß ich, Mensch. So wie ich ihn kenne, wird er das Geld. Und er hat krasse Option. Im Grunde genommen ist eigentlich völlig offen, wer auf Thomas Kuno geschossen hat. Ja, aber auf der Waffe sind nur die Fingerabdrücke von dem Alten. Ja gut, aber das kann man ja manipulieren. Ich meine, der wurde ja vollkommen lahmgelegt. Ja, aber der muss halt seine Medikamente nehmen. Richtig. Aber ob sich der Debler-Clan an die vorgeschriebene Dosierung gehalten hat, das wissen wir überhaupt nicht. Auf geht's, Freunde. Sven, Lena, ihr kommt mit mir. Wir stellen das Haus noch mal nach dem Geld auf den Kopf. Hinzmann, Katrin, ihr fahrt zu dem alten Kuno. Ja, was ist mit der Pflegerbande? Ihr Alibi für die Tatzeit ist ziemlich mager, Frau Kuno. Ihr Klient und Liebhaber Christoph Seidel ist der Einzige, der Sie in Heiligendamm gesehen hat. Und er hat genauso ein Motiv wie Sie. Dann fragen Sie ihn doch endlich. Das haben wir. Ich möchte aber nichts beschwören. Hält sich halt gerne alle Hintertüren offen. Sie haben mein Geld genommen. Ja. Du hattest ein Nummernkonto in Zürich, ne? Da hast du 400.000 Franken abgehoben. Ich glaube, Sie lesen zu viele Illustrierte. Man tut, was man kann. Wo ist Thomas? Die Matratzen sind dicht. Da hat er auch nichts eingenäht oder so.
Na gut, lassen wir mal das Versteck außen vor. Angenommen, der Sohn hat das Geld wirklich gefunden. Was ist danach passiert? Lass uns die Sache mal von hinten aufrollen. Thomas Kuno hat hier gelegen. Direkt davor hat er hier gestanden. Er wird hier getroffen. Die Schussbahn ist ungefähr so verlaufen. Aus der sitzenden Position, da auf das stehende Opfer. So. Aber Heinz Kuno hat gesessen. Als ihr ihn gefunden habt, hat er gelegen. Der Schuss erfolgte beim Sitzen. Vielleicht hat der Täter ihn aufgerichtet, um ihm dann die Waffe in die Hand zu drücken. Na klar. Das wäre dann ungefähr... Also ich finde nichts. Ich meine, das Geld kann ja überall sein. Wie viel ist es eigentlich? Wo passt es rein? Es kann so viel sein oder so viel. Ja, das kommt ganz auf die Stückelung an, Chef. Danke, Kollegen, das wollte ich wissen. Und wer sind Sie, wenn man fragen darf? Bart, Landratsamt. Betreuungsbehörde. Mensch. Was? Du bist gerannt, wie? Ja, ich hab mich so einen Hals. Ich muss hier raus. Ich könnte heulen. Echt, der arme Kerl. Na, sag mal, was machst du denn hier? Ich wollte doch mal wissen, wie es Heinz geht. Was meinst du? Wie würd's dir denn gehen, wenn du hier drin wärst? Heinz, Mann. Wie wär's? Schuss doch vor. Man hat uns gesagt, dass der Heinz viel zu viele Beruhigungsmittel abgekriegt hat. Das waren seine Medikamente. Was für Blödsinn ist das? Medikamente? Ihr habt das viel zu hoch dosiert, habt ihr das? Schluss! Ihr stimmt doch, ihr habt ihn zugedröhnt. Ihr habt doch gesehen, wie er drauf sein kann. Dass der hier drin ist, das ist eure Schuld. Als amtlich bestellter Betreuer genießt Ulrich Debler einen erstklassigen Ruf. Es gab nie irgendwelche Beanstandungen von Seiten der Betroffenen. Der Betroffenen? Als Behörde sind wir an die Terminologie des Gesetzgebers gebunden. Amtsdeutsch, verstehe. Tja, was Sie über den Pflegezustand der Wohnung sagten, nun ja, sah doch alles tipptopp aus. Außerdem führen wir immer wieder Stichproben durch. Auch unangekündigte? Ja. Dass das da oben tipptopp aussieht, liegt übrigens daran, dass da heute geputzt wurde. Und zwar auf unsere Veranlassung hin. So viel dazu. Sagen Sie, wie war denn das Firmengeflecht der Deblers? Konnte da jeder so fröhlich mitverdienen? Im Prinzip ja. Aber dass dieser H&C-Service, also dass Deblers Frau Jutta dahinter steckt, also das habe ich auch erst kürzlich erfahren. Übrigens von ihm selber. Wie viele Betroffene, die Ulrich Debler zugewiesen sind, genießen denn den Service seiner fleißigen Frau? Ich denke, 38. 38 Haushalte werden praktisch von zwei Personen betreut. Von Jutta Debler und Mareike Posch. Können die hexen oder was? Der H&C-Service gibt seine Aufträge an Subunternehmer weiter. Also das ist durchaus üblich. Mehr Sorge allerdings machen mir diese 400.000 Schweizer Franken, die der Herr Kuno besessen haben soll. Das Gericht führt nämlich bei Einsetzung eines Betreuers immer eine Vermögensaufstellung durch. Ah ja, hier. Für Herrn Kuno sind aufgeführt ein Wechsel über 20.000 Euro einer panamesischen Bank und dieses Haus hier mit einem Verkehrswert von 125.000 Euro. Darf ich mal eben? Ja, also kein Wort von Schweizer Valuta. Nun, das wäre ja nicht weiter verwunderlich, wenn es sich um Schwarzgeld gehandelt hat. Herr Kuno dürfte das Geld aus Mexiko mitgebracht und in Zürich deponiert haben, an der Steuer vorbei. Was in dieser Vermögensaufstellung nicht steht, das kann auch nicht vermisst werden. Nun ja, also der Mann kann es vielleicht ausgegeben haben, verschenkt oder... Oder er hat es in der Spielbank gelassen. Theoretisch ja. Nur passt es nicht zu ihm. Seine Krankheit setzt ungefähr zu dem Zeitpunkt an, als er das Geld aus Zürich geholt hat.
Wir gehen davon aus, dass er gespürt hat, wie ihn seine Kräfte verlassen haben und dass er einfach sein Geld in Sicherheit haben wollte für sein Empfinden. Also, dazu kann ich nichts sagen. Ich habe Herrn Kuno persönlich nicht kennengelernt. Sagen Sie, wenn Sie das Ganze so gut überwachen, da haben Sie doch sicherlich Einblick auch in Rechnungen und so weiter. Als ich zum Beispiel erfahren habe, wer hinter diesem HNC-Service steckt, habe ich mir sofort sämtliche Kontobilanzen von diesem Debler geben lassen. Also, da war nichts dran auszusetzen. Haben Sie da zufällig ein paar Kopien dabei? Ah, ja, sicherlich. Mhm. Hier. Schön. Also, wenn du mich fragst, sind Deblers Bilanzen soweit in Ordnung? Ich sehe da keine auffälligen Sprünge in den Kontoständen seiner Betroffenen. Naja, und hier? Bei dem alten Kuno sind überhaupt keine Buchungen aufgeführt. Das ist immer nur der nackte Kontostand. Wie jetzt? Sag mal. Ja. Ist ja seltsam. Das ist überhaupt überall das Gleiche. Ich weiß auch warum. Die Auszüge, auf denen tatsächlich Buchungen erfolgt sind, fehlen alle. Hier, Auszug Nummer 2, Nummer 4. Nummer 6. Jeder zweite fehlt. Aber die bewegten Summen lassen sich trotzdem nachvollziehen. Du musst nur oben gucken und der Alterkontostand. Geldrotation? Geldrotation? Der Debler hat bei seinen Betroffenen auf deren Konto so eine Art Rotationsprinzip eingeführt. Na klar, das ist es doch. Der betreut rund 40 Personen. Jede von denen hat, sagen wir, 5.000 Euro. Heißt, Debler verfügt über 200.000 Euro. Summa summarum. Und damit die Kontoführung immer stimmt, braucht er nur einmal 5.000 Euro, die er lustig von Konto zu Konto verschiebt, dass da immer was da ist. Und um das zu kaschieren, lässt er die entsprechenden Auszüge verschwinden. Jeden zweiten. Dir. Hier, vor 3 Monaten hört es plötzlich auf. Weißt du auch warum? Weil er vor 3 Monaten die Kohle im Haus von Heinz Kuno findet. Wetten? Er konnte er mit einem Schlag alle Konten ausgleichen und sein Rotationsprinzip war überflüssig. Er war wieder flüssig. Plötzlich und wundersamerweise 400.000 Schweizer Franken. Oh, Mareike. Sie will eine Aussage machen. Will ich nicht. Willst du wohl? So, Abflug, Freunde. Festnahme. Festnahme wer denn? Debler Ulrich. Jetzt! Na, endlich! Auf welcher Grundlage denn? Gefälschte Bilanzen, Rechentricks. Der hat die Leute richtig schön abgezogen. Mein Vater ist unschuldig. Sie hat geschossen. Wer sie? Meine Stiefmutter. Jutta, die kalte Hexe, kann nie genug kriegen. Hast du gesehen, wie sie geschossen hat? Ich weiß es einfach. Papa kann das gar nicht. Na, das werden wir wohl rauskriegen. Auf geht's. Willst du einen Keks? Was wollen Sie? Den Mörder von Thomas Kuno. Und den suchen Sie hier? Ganz genau. Einer von Ihnen beiden hat nämlich im Haus von Heinz Kuno einen Fund gemacht. Einen ganzen Batzen Schweizer Franken. Bis Ihnen Thomas Kuno dazwischen gekommen ist. Sein plötzliches Auftauchen aus Freiburg hätte Ihnen fast den unverhofften Geldsegen vermasselt. Das ist ja allerhand. Wer hat das Geld gefunden, Frau Debler? Wer hat Heinz Kuno die Medikamente gegeben, die ihn zur Marionette gemacht haben? Und vor allem, wer hat ihm die Waffe in die Hand gedrückt und geschossen? Ihre Stieftochter ist bei uns. Sie hat eine Aussage gemacht. Freiwillig. Ach. Sie glaubt, dass sie jegliches Maß verloren haben. Der Sohn von dem alten Kuno hat hier angerufen. Daraufhin ist mein Mann hingefahren. Ich war aber nicht dabei. Ich war zu der Zeit nicht in diesem Haus. Ach, und das sollen wir ihm jetzt glauben? Ach.
Die müssen wir wohl noch mal stören. Hey, die Gitarre. Ich höre keine Gitarre. Komm. Der hat's gesehen. Herr Diebler? Sie sind festgenommen. Schon klar. Ah, das ist klar? Wieso sitzen Sie denn hier? Gewusst, dass Sie mich irgendwann holen. Nur nicht vor den Alten. Und wenn Sie vielleicht auf die Handschellen verzichten könnten. Erwarten Sie jetzt etwa Verständnis? Sie kommen mit. So, da sind wir wieder. Ja. Zu Hause. Ja, zu Hause. Hier. Muchas gracias, amigo. Auch amigo. Ja. Ah, übrigens, ich habe schon jemanden gefunden, der sich um dich kümmern wird. Hinzmann? Nee, Hinzmann nicht. Ich muss auch Räuber jagen. Aber ich besuche dich, wie versprochen, ja? Guck mal, wer da ist. Ich kümmere mich um dich, Heinz. Erstmal. Ja, stundenlang mit ihr verhandelt. Ist ganz schön teuer, so ein Pflegedienst. Aber bist ja jetzt ein reicher Mann, ne? Vergiss bloß nicht, diesmal dem Finanzamt das Geld anzugeben. Die Altersdemenz nimmt dir keiner mehr ab, du. Finanzamt? Banditos. Bist mir